Hi und herzlich willkommen bei mir auf dem Channel. Jo, ihr seht es ja schon aus dem Titel heraus, Jahresrückblick 2021. Also, ich will nicht so viel labern, schaut es euch einfach an. Heute fahren wir nicht nur die, sondern die da. Hui, der zieht mega. Piaggio TPH. Und zwar das neueste Modell von TPH überhaupt. Mofa fahren. Leute, es gibt nichts Geileres. Heute wird eine Gilera Runner gefahren. Naja, so wirklich, wirklich schnell ist der Roller jetzt nicht. Oh. Scheiße. Die Jungs hatten recht, es fängt an zu regnen. Aber ja, mit dem Roller kann man schön in die Kurven gehen, bis er schleifen tut. Irgendwas schleift, wenn man in die Kurven geht. Aber ich find's geil. Boah. Peugeot Kisby. Oh, die Straße ist so eine Katastrophe. Diesen Sommer sind wir aber nicht nur Fahrzeugeprobe gefahren, sondern haben auch wirklich tolle Touren, tolle Strecken gemacht. Und hier einen kleinen Zusammenschnitt davon. Wir haben es fast geschafft. Ich sehe von hier aus bereits die Freiheitsstatue. Ja, verdammt, hier ist ja was los. Zu geil, die Freiheitsstatue. Aber echt, mir tut wirklich der Hintern weh. Ich liebe Crossmaschinen. Also die geht ja mal gar nicht ab. Oh, jetzt muss ich mal runter von diesem Gehweg. Aber wir haben ja eine Cross, wir können durchs Grüne. Aber voll kurz. Wie ihr seht, genoss ich die Zeit mit Freunden, Kollegen, Bekannten in vollen Zügen. Allerdings im Hintergrund habe ich auch noch diverse Sachen laufen gehabt, um meine Jahrestour zu starten. Zum Beispiel habe ich mir... Na, schaut es euch selber an, bevor ich losquatsche. Das war unsere Schlafplatz. Es hat echt was gehabt. Wir haben super geil geschlafen. Und jetzt geht es wieder zurück nach Deutschland. Wir wollen heute zum Titisee gehen. Ein wunderschöner Morgen am Titisee. Also hier ist es echt genial. Als Aufwärmübung war der Titisee doch ganz nett. Aber das kann man noch toppen. Also ab zum Bodensee. Natürlich mussten wir da einige Kilometer zurücklegen. Wir fuhren bis nach Bayern runter. Schweiz haben wir auch mitgenommen. Und dann fuhren wir... Ach, schaut's euch an. Wir haben einen wunderschönen Platz gefunden. Zum Zelten. Und da befindet sich dahinter der Bodensee.
Wahnsinn, einfach nur Wahnsinn. Ja, wir machen zwar eine Rollertour, beinhaltet sehr viel Fahren, schlecht schlafen, bla bla bla. Kann aber auch anders sein. Wir wollen uns jetzt 2 Tage nehmen, wo wir mal einfach mal abschalten und den Bodensee genießen können, weil der liegt ja genau da. Ihr werdet es gleich sehen. Oh, holy shit. Schöner Ausblick. Sorry für das Hin- und Hergewackelt mit dem Kopf, aber ich muss auch schauen, wo ich hinfahre. So, extra angehalten für euch. Das ist doch geil, so zu kochen. Wow. Den Hänger haben wir abgeladen. Ich fühle mich um hunderte von Kilo leichter. Jetzt fahren wir zu einem Schloss, genießen die Aussicht, labern ein bisschen, aber bis dahin kann ich ja ein bisschen filmen. Was man hier so findet. Boah, bin ich am Arsch. Der Weg war lang. Ich bin im Schwabeländle. Hilfe! Aber könnt ihr euch das mal an? Man kann hier einfach Feuer machen. Mit einer Cross wäre es hier bestimmt mega. Wow. Und das mit dem Hänger. Der ist ja noch chilliger drauf. Geile Farbe. Ich glaube, die Farbe fährt auch hier. Original die Farbe, ja. Krass. Ciao. Geh dann ein Auto holen. Uns hat ein bisschen der Regen erwischt. Hier haben wir gemütlich geschlafen. Mir hat es einfach die komplette Bremse zerfetzt. Ja, fuck. Aber es gibt nur eine Straße. Diese Straße. Einfach nur wow. Oh, geile Aussicht. Ja, nach der Tour habe ich natürlich erstmal ein bisschen Ruhe gebraucht und habe es etwas ruhiger angehen lassen. Und schon war der Sommer vorbei, ich genoss den Herbst. Und dann habe ich im Herbst angefangen, die ZIP wieder ein bisschen fit zu machen, die Bremsen zu machen und so weiter. Ich habe viel Zeit im Garten verbracht, gegrillt habe ich sehr, sehr viel, sehr, sehr oft. Allerdings sind die Fotos, die Aufnahmen leider nicht mehr auf meinem PC vorhanden. Jahresrückblick 2021. Ja,
Ich hoffe, es hat euch gefallen, aber es ist nicht zu Ende. Ich muss aufpassen, dass ich nicht lache. Jetzt noch was für die Zukunft. Ich habe mir da schon was ausgedacht. Es wird ein neues Projekt auf euch und auf mich zukommen. Das Fahrzeug wurde bereits gekauft, steht schon in der Garage und wartet eigentlich nur noch drauf. Ihr könnt gerne in den Kommentaren reinschreiben, was für ein Fahrzeug das wird. Allerdings wird es nächstes Jahr bekannt gegeben erst. Jetzt möchte ich mich einfach an dieser Stelle noch einmal bedanken an meinen Mitfahrer, dass er mit mir die Tour mitgemacht hat. Das war echt mega geil. Die Leute, die wir unterwegs besucht haben, war auch spaßig. Danke, Leute. Das ja. Und ich möchte mich auch an euch Zuschauer bedanken. Die Kommentare, ich lese sie unheimlich gerne. Ich kann natürlich nicht alle beantworten, aber boah, danke. Bis dahin, nächstes Jahr geht's weiter.